Sea Shepherd ist eine internationale Organisation, die sich seit Jahrzehnten aktiv für den Schutz der Meere ersetzt, mit all den Wesen, die daran erleben, speziell auch für Delfinen und Pfähler. Die Lëtzebuerger Sektion von Sea Shepherd besteht seit iwwer engem Jahr an Wärlo mit einer Equipe auf ihrem ersten größeren Ersatz auf den Färöer-Inselen am Nordatlantik. Näher zu uns in Europa gingen so viele Wähler regelrecht massakriert. Mit der Kampagne Grindstop will in dieser barbarischen Wikinger-Tradition ein Ende setzen. Denn dann hat ihm am Reportage an dem Bilder sind, die wirklich schockieren können. Zusammen mit den französischen Sea Shepherd-Aktivisten hat sich die Direktrice von der Lëtzebuerger Sektion Jasmin Hemes diesen Juni mit einer Dose Benevolle-Kollegen mit Campingkarren und Speedbooten auf die lange, nicht unbeschwerliche Weh Richtung Färöer-Insel gemacht. Das Ganze war schon ziemlich spektakulär, 18 Stunden lang mit dem Auto. Ich habe immer geguckt, dass die Konvoi auch schön an der Nähe blieben, als bei allen roten Leuten, wir alle blieben auf sie gewartet. Und dann 36 Stunden die Fähre geholt für die Fähre. Und die Küste von diesen Inseln gehen alle Jahre sogenannten Delfin- und Wäldschaulen auf Flachbuchten gedriven und brutal tot gemacht. Ganz beliebt für das Zucht blutes Schwächt, sie für auf Grindfäler. Und da gehen Färöer raus, was sie so ein Grindschaul gesehen. Die können wirklich sehen, von 50 bis 200 Stück, das ist ihnen ganz egal, die gehen raus. Drei Wissen, Mattiere, Fischerboote an eng von den Buchten, eben die am Nutzen aus dem Moment. Und sie sind da mit Krieb, die sind an hier die Utemlerer-Rajumen, sie sind an den Strand an dem Moment, schneiden sie hinten Wirbelseil durch, also bringen sie. Es gibt geschehen, dass allein auf den Färöer-Inseln alle Jahre eng 1500 Tiere massakriert gehen. Über dem es früher die Wellfleisch nach größten Deals von der Population Gierskow, als der Haut echt dort ausnahm, die dodisch Körper, die meistens einfach zurück an mir geheilt. Die Aufgabe von den Leuten von Sea Shepherd ist natürlich für das unnütz Todmann aktiv zu verhindern, aber auch für die Weltöffentlichkeit, um die grausame Tradition aufmerksam zu machen. Bei ihrem Ersatz haben sie viel gekämpft, aber den letzten 30. August konnten sie nicht mehr verhindern, dass ein 30 Grindwäler an ein Bucht gedriven kaufen. Als Butter sind natürlich rundherum gefahren und so kann man die Gemüse trotzdem. Es müsste ja die Kacke in dem Moment. Und da sind natürlich auch Leute von der Bodencrew, die sind an die Wasser gegangen, die haben mit Pingeln auf nie geklappt. Für ganz einfach, dass die Grindwellen durch die Kamee, die von einer Renner sein können, dass sie dann fortgetrieben gehen. Da waren schon direkt Police da. Am ganzen 14 Leute von Sea Shepherd gaufen von der dänischen Police für eine kurze Zeit verhaftet. Boote und das ganze Material gaufen beschlagnahmt. Die autonomen Färöer-Inseln stehen unter dänischem Protektorat. Als Sea Shepherd noch gilt der europäische Gesetz. Wähler und Delfinen, die nur geschützt sind. Weil Dänemark das nicht respektieren geht, misst Land unbedingt für den Europäischen Gerichtshof. Für das erreichen hat die Lëtzebuerger Sektion eine Petition lanciert. Um Sitz von der Chambre könnte es gut tun. In kurzer Zeit hat schon über 1500 Leute unterschrieben. Das geht aber leider noch lange nicht durch. Wir brauchen 4500 Unterschriften, für das wir wirklich Elend fanden, was Dänemark für den Gerichtshof hält. Unterstützung von politischer Seite haben wir schon, was mich ganz, ganz froh macht. Das sind uns Europa-Deputiert, den Claude Thomas und den Georges Bach. Die werden uns an der ganzen Sache von den Färöer vom Grindstop unterstützen.